Keto Magic hat Hunger und ist daher ungeduldig. Seine Trainerin Jutta Meier kennt das schon. Schließlich bereitet sie den Wallach auf das nächste Rennen vor. Und frisch gestärkt gehört der 5 Jahre alte Keto Magic zu den Favoriten im Preis der Hublot Boutique, der am Sonntag in München ausgetragen wird. Der befürchtet jetzt, dass er vielleicht zu kurz kommt. Nee, bei ihm ist wichtig, dass er immer Spaß hat. Er ist immer ein frisches Pferd, ein lustiges Pferd. Und er hat richtig Spaß am Laufen, das sieht man immer. Die Form bei Keto Magic stimmt in diesem Jahr. Bei 5 Starts konnte er einmal siegen und kam 4-mal in die Prämienränge. Auch bei Jutta Meier läuft es gut. Von den 18 Pferden in ihrem Stall sind 12 im aktiven Rennbetrieb und haben ihr die derzeitige Führung in der bayerischen Trainergesamtwertung erkämpft. Das Championat, denke ich, ist möglich dieses Jahr. Und wir wollen natürlich, also wir sind zu Hause immer recht gut. Meine Pferde laufen auch gerne zu Hause. Und ich finde auch wichtig, dass man München unterstützt. Wir trainieren hier, wir haben eine tolle Trainierbahn. Und dann sollte man seine Heimatbahn schon auch unterstützen mit Rennpferden. Und sie danken so, sie laufen immer gut. Mit dem Renntag am 9. September beginnt der goldene Herbst auf der Galopprennbahn München. Die bisherige Saison brachte eine Steigerung im Wettumsatz und bei den Besucherzahlen. Rund 50.000 Gäste kamen bisher zu den Renntagen. In allen Positionen stark gesteigert. Das war eine sehr erfreuliche Saison bis jetzt. Wir hatten natürlich immer auch meistens sehr, sehr gutes Wetter. Wir haben fast 36% mehr Eintrittskarten verkauft zum Vorjahr. Wir haben 5,4% mehr Umsatz auf der Bahn. Der war noch viel stärker. Leider hatten wir ein paar zu wenig Starter am letzten Renntag. Das war ein toller Renntag, der Dalmatag, aber wir hatten da leider ein paar Starter weniger als im Vorjahr. Das hat uns viel Umsatz gekostet, aber insgesamt fällt die Bilanz sehr, sehr erfreulich aus. Das Programm für den Hublot-Renntag kann sich sehen lassen. Insgesamt sind 8 Prüfungen angesetzt. Um 13.30 Uhr startet die erste davon, umrahmt von Picknickstimmung und Volksfestcharakter. Also wir haben viele, viele Gäste, die kommen, weil sie hier einen ganz tollen, einen schönen Nachmittag verbringen können, im Grünen essen, trinken, andere Leute beobachten können und sich dann auch dem Pferdesport annähern. Das ist ja das Ziel. Also ich habe schon einige Freunde und Bekannte und Nachbarn, die hierher kommen, die eigentlich nur herkommen, weil die Kinder auf dem Kinderspielplatz oder Pony reiten wollen. Aber mittlerweile fragen sie mich schon, kommt der Jockey wieder, was ist mit dem Trainer und läuft das Pferd mal wieder, sag mir Bescheid, da will ich kommen. Für Keto Magic wird es im 6. Rennen spannend. Zusammen mit 8 Konkurrenten geht es über eine Distanz von 1600 Metern und um ein Preisgeld von 10.000 Euro. Nein, er ist kein Langstreckenpferd. Für ihn ist das optimal. Boden wird auch optimal sein und Rennverlauf. Er geht gerne mit vorne. Wenn einer besser kann, wäre schön. Und wenn nicht, kann sich das Rennen auch selber machen. Ich hoffe natürlich auf Münchner Sieger, weil das die große Werbung ist für uns als Trainingszentral. Und je mehr Pferde hier stehen, desto leichter tue ich mich als Geschäftsführer, die Renntage zu besetzen. Der Renntag am Sonntag ist der Auftakt für die zweite Hälfte der Münchner Galoppsaison. Noch 4 Renntage sind geplant.